stand. The memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile and the Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. So, ich möchte heute weitermachen mit den Quests hier auf Südhof rund um Madison. Ich hatte ja gesagt, ich wollte Wintercrush mitnehmen, aber für eine Folge wollte ich gerne meine kleine Chip Clash mitnehmen. Wo ich immer noch an einem Spitznamen so ein bisschen überlege. Ich bin momentan... bin ich noch so ein bisschen unentschlossen, wie ich sie nennen könnte. So. Wollen wir doch mal gucken, wie es hier weitergeht. Muss man überhaupt hier hin? Hausarrest bis 35. Ja, ne? Ich glaube schon. Ich glaube hier. Ja, genau. Genau. Da mussten wir hin. Zu Erik. Nein, nein, nein. Wo ist die Brieftasche? Ach ja, das Handy. Ich darf nicht vergessen, es mitzunehmen. Dina, ich kann jetzt nicht reden. Ich muss eine Fähre erwischen. Was passiert ist? Madison ist weg. Sie ist verschwunden, als sie und Jonas gestern in Frau Pinter waren. Tut mir leid, dass ich deine Sorge nicht ernst genommen hatte, Dina. Tut mir wirklich leid. Aber jetzt muss ich versuchen, Madison zu finden. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Sie hätte es besser wissen sollen, statt einfach so von Jonas wegzulaufen. Wenn ich sie finde, sorge ich dafür, dass sie Hausarrest bekommt, bis sie 35 ist. Du sagst, du willst mir helfen, nach Madison zu suchen, Dina? Danke, das weiß ich zu schätzen. Aber wir reden später weiter. Ich muss jetzt gehen. Ich gehe voraus und wir können uns später im Shopping Center treffen. Wir sehen uns dort. Okay, das heißt, auf zum Shopping Center. Das heißt, wir dürfen jetzt direkt wieder zurück. Okay, das heißt, ich habe auch Chip Clash jetzt gar nicht wirklich lange dabei. Ach Mann, ich will Quests machen, wo ich das Pferd mitnehmen kann. Manu. Das ist doch doof. Ich möchte Chip nicht zurücklassen. Ich glaube, ich nenne sie tatsächlich einfach nur Chip. Chip, 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 Chip und Chip. Ach, cool. Wenigstens kommt gerade die Fähre wieder an. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Dann müssen wir gleich noch aufs, müssen wir gleich noch auf den Bus warten. Also, zum Shopping Center müssen wir, ne? Ja, genau. Okay, Shopping Center. Nicht Jorvik City, Shopping Center. Willkommen in Südhof. Beehren Sie uns bald wieder. Ja, hoffe ich doch mal, dass wir hier bald nochmal mit Pferd hinkommen dürfen und nochmal was machen können. Ich mag keine Quests machen, wo man kein Pferd dabei haben kann. Oh, Championat des Jorvik-Stalls. Aber jetzt liegt die Quest an. Ich muss mal gucken. Demnächst werden wahrscheinlich sowieso wieder mehr Wins and Fails kommen. Aus dem einfachen Grunde, dass das hier jetzt die letzten Aufgaben sind, die ich habe. Und wenn Mittwoch nicht neue Aufgaben kommen, dann habe ich erstmal wieder nichts mehr. Und das heißt, dann wird wieder sehr viel an Wins and Fails kommen. Auch wieder das ein oder andere Stallgeflüster, aber mit Sicherheit auch mal wieder Wins and Fails. Weil es unheimlich viele Pferde gibt, die ich da reiten möchte. Ich möchte Dreamfeather noch bei ein paar Championaten ausprobieren. Ich habe Dusty noch nirgendwo gezeigt. Ich habe Angel Song noch nirgendwo gezeigt. Ich habe Snowflower mittlerweile ausgelevelt. Möchte auch mit ihr unbedingt nochmal das Pony-Championat machen. Also das sind alleine 4 Championate, die schon festgesetzt sind. Ja, und Chip möchte ich ja auch so schnell wie möglich ausleveln. Das ist ja auch... steht ja auch schon an. Ich habe sie schon ein bisschen gelevelt, wie ihr gesehen habt. Ich nehme jetzt gerade am Freitag auf. Ich habe nicht alle Rennen gemacht an beiden Tagen. Unter anderem, weil ich am Mittwoch erst noch mein Pony ausleveln wollte. Ich wollte erst noch Snowflower ausleveln, was ich jetzt, wie gesagt, getan habe. Ja. Also da kommt demnächst noch einiges auf euch zu, Wins and Fails technisch. Deswegen geht jetzt die Aufgabe vor. Ansonsten hätte ich fast gesagt, wenn wir jetzt gerade nichts gehabt hätten, dann wäre ich einfach mal just for fun mit Chip beim Championat mitgeritten. Auch wenn ich mit Level 8 jetzt nicht unbedingt eine Chance mit ihr hätte. Aber gut. Aber jetzt müssen wir erstmal nach Madison gucken. Das geht definitiv vor. So, hoffen wir mal, dass die Busse gleich da sind am besten schon oder schnell kommen. Das ist ja immer so ein bisschen... bisschen blöd. So, was sagt denn die? Was sagt denn die Uhr? 1 Minute noch. Wann kommt der Bus?
Oh, was habe ich das früher immer gehasst, wenn man auf dem Bus warten musste. Ich liebe es, ein Auto zu haben, tatsächlich. Es macht viele Sachen. Ich könnte zum Beispiel Quitte überhaupt nicht reiten, wenn ich kein eigenes Auto hätte. Weil da komme ich mit dem Bus nicht so einfach hin. Da müsste ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal umsteigen. Wenn ich da mit dem Bus hinwollen würde, das wäre ziemlich problematisch. Wann kommt er denn jetzt, Nu? Los, wir müssen Madison retten. Beziehungsweise Eric im Shoppingcenter treffen. Wir haben keine Zeit hier auf Busverspätung. Und wir machen mal einen Handwechsel. Da kommt er. Sehr gut. So. Und einmal absteigen. Zack. Ich habe jetzt übrigens ein bisschen mein Outfit angepasst. Das ist fast. Das ist ein bisschen dunkler, der Pullover. So, übrigens die Hose habe ich von den Bobcats. Und die anderen Sachen habe ich aus dem Shoppingcenter tatsächlich. Ich glaube, die Mütze habe ich auch aus dem Shoppingcenter. Da wollte ich sowieso noch hin. Ich wollte mir doch mal noch so einen Pullover kaufen, den ich letztens beim Leveln gesehen habe, der mir so gut gefallen hat. So, Eric. Madison? Madison! Wo ist dieses Kind nur? Madison? Madison? Dina, was glaubst du, wohin Madison gegangen sein könnte? Jonas hat gesagt, er hätte Madison zuletzt bei der Bushaltestelle sitzen sehen, als der Bus am Shoppingcenter ankam. Als er wieder nach Madison sah, war sie weg, also muss sie den Bus hierher genommen haben. Aber wohin könnte sie dann gegangen sein? Hast du vielleicht irgendeine Ahnung, wer Madison gesehen haben könnte? Der Hausmeister dort? Sieht nicht aus, als wäre er bester Stimmung. Ich glaube, wir sollten ihn lieber nicht stören. Ich verstehe, du kennst ihn, das ändert natürlich alles. Reden wir mit ihm. Da wollen wir doch mal hören. Pah, die Leute heutzutage haben einfach keine Manieren. Ich hoffe, du bist nicht hergekommen, weil James dich wegen etwas geschickt hat, denn im Moment muss ich das hier sauber machen. Nee, was viel Wichtigeres. Dina, wie du sehen kannst, habe ich viel zu tun, aber sag mir, wie ich dir helfen kann. Warum habe ich eigentlich das Inventar? Ach du Schande. Ja, die haben aber echt rumgesaut hier, krass. Tut mir leid, dich zu stören, aber du hast nicht zufällig meine Tochter gesehen? Deine Tochter? Sehe ich wie ein Babysitter aus? Ich muss hier meine Arbeit erledigen, alles klar? Siehst du diese Sauerei? Limo, überall auf dem Boden. Und so etwas muss ich sauber machen, weil junge Leute heutzutage keine Manieren haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte gerade den Boden fertig gewischt, als ein kleines Mädchen mit großen Kopfhörern hereingeeilt kam. Sie wischte sich nicht einmal die Schuhe ab und wollte Hilfe, um einen Bus zu finden. Ohne sich zu bedanken, rannte sie dann los und verschüttete eine Menge Limo. Große Kopfhörer? Hatte sie braune Haare und ein rosa Kleid an? Darauf kannst du wetten. Ich hoffe, sie hat nicht auf die Limo, hat nicht auch auf dich Limo gekippt. Aber jetzt muss ich das hier sauber machen. Das muss Madison gewesen sein. Weißt du, welchen Bus sie genommen hat? Pah, ich habe keine Zeit nachzuschauen, welche Busse die Kinder nehmen. Nicht, wenn ich so viel sauber zu machen habe. Dina, was sollen wir tun? Der Hausmeister hat doch eindeutig Madison gesehen. Wenn du dem Hausmeister beim Saubermachen hilfst, bekommt er vielleicht bessere Laune. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dann machen wir hier mal eben sauber, wischen wir mal auf. Guck mal hier, die Vendela, die wischt doch auch gerade. Du müsstest doch eigentlich alles schneller gehen hier. Eieieiei. Wo hat denn Madison denn überhaupt die Cola her? Das sieht mir aus wie Cola. Wo hat die denn überhaupt her, wenn die hier erst hingekommen ist? Strange, strange. Oh, du hast bereits alles sauber gemacht? Ja, ich helfe dir und deinem Freund, Dina. Das Mädchen, nach dem ihr sucht, ist zu Aidins Platz gefahren. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr vielleicht noch den nächsten Bus. Er fährt direkt hier draußen ab. Okay. Vielen Dank für deine Hilfe. Na los, Dina, wir sollten gehen. Ja, Eric ist ja sehr schnell. Der ist ja richtig bemüht, Madison noch zu erwischen. Wollen wir uns dann auch mal wirklich bemühen? Oh Mann, das ist jetzt gemein, wenn wir jetzt hier reingehen und noch shoppen. Aber ich will jetzt den Pullover noch holen. Eric ist so langsam gelaufen, da können wir auch noch einen Abstecher in die Umkleidekabine machen, ne? Ich finde hier den Helm übrigens auch sau cool. Hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich mir den mal hole. Boah, aber der ist teuer.
Muss ich mal gucken. Aber wo ist denn der Pullover? Ja, die hat mir gesagt, den gibt es hier im Shopping Center. Das war so ein cooler roter Pullover. Mit Schal. Ja, da ist er. Oh, der steht mir aber nicht. Nicht so wirklich. Dann schon eher die kirschrote City-Jacke. Ich glaube, ich muss demnächst noch mal eine Shopping-Folge machen oder so. Gut, aber wir gehen jetzt erstmal Eric hinterher. Guck mal hier, wir laufen wenigstens, ja. So, IDs Platz. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir Madison da antreffen. Heieieiei. Dieses Kind. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, okay, gut. Da vorne steht Eric. Mal gucken, ob er schon was rausgefunden hat. Okay, der Hausmeister hat gesagt, dass Madison hierher gekommen ist. Wo sollen wir mit der Suche beginnen? Sie könnte ja überall in der Stadt sein. Dina, du denkst doch, dass es ihr gut geht, oder? Warum sollte sie weglaufen? Sie bekommt auf jeden Fall die nächsten 5 Jahre samstags keine Süßigkeiten mehr. Hast du eine Idee, wo wir mit der Suche nach Madison beginnen können, Dina? Du sagst, du kennst das Café dort drüben wieder? Ja, du hast natürlich recht. Das ist das Café, das du mir in der Jorvik-Gazette gezeigt hast. Scheint für den Anfang ein guter Ort zu sein. Vielleicht hat jemand dort sie gesehen. Na los, gehen wir hin. Okay. Ja, wir wissen doch, dass das das Café ist. Mensch. Los, schnell rüber. Vielleicht kann uns ja da jemand weiterhelfen. Ist das... Das hieß ja nicht Gameboy, das hieß ja irgendwie anders, aber ich weiß nicht mehr wie. Wie sie das genannt hatten. Was ist das? Ist das nicht Madisons Gemo? Stimmt, Gemo. Ups, ich wollte nicht im Freundeschat schreiben. Habe ich das jetzt irgendjemandem geschrieben? Nee, ich glaube nicht. Das muss Madisons Gemo sein. Wir sollten ihn Eric zeigen. Dann gucken wir doch mal. Warte mal, so. Aber das ist doch Madisons Gemo. Wo hast du ihn gefunden, Dina? Direkt hier hinterm Auto. Übrigens, danke für das Verständnis. An die Chiara. Hast du gesagt, dass er hier in der Nähe ist? Dann kann Madison nicht weit weg sein. Madison! Madison! Ja, das sah aus, als ob man da was reinschreiben könnte. Sie kann nicht weit weg sein. Eric ist echt verzweifelt, verständlicherweise. Was passiert jetzt hier? Oh oh. Papa, hierher? Ist sie in dem Auto drin? Papa, Papa, ich bin hier drin. Bitte hilf mir. Du Schande. Papa, Dina, bitte helft mir. Madison, was machst du da drin? Komm da jetzt sofort raus. Ich wollte Night Dust retten. Und als ich hier zum Platz kam, sah ich den Freund des dummen Manns, der auch in der Zeitung war. Es ist mir völlig egal, was du da in dem Auto machst. Es ist nicht deins. Also komm sofort raus. Sonst bekommst du Hausarrest für, naja, sehr lange. Ich kann nicht. Ich bin in den Kofferraum gestiegen, weil sie das im Fernsehen auch immer so machen. Ich wollte Night Dusts Entführer folgen, damit ich ihn retten kann. Aber irgendwie wurde der Kofferraum verriegelt und jetzt komme ich nicht raus. Bitte helft mir. Ich komme nicht raus und es ist so dunkel hier drin. Ganz ruhig. Wir holen dich raus. Wir müssen den Besitzer finden. Hast du gesehen, wo er hingegangen ist, bevor du in den Kofferraum eingebrochen bist, Madison? Nein! Du darfst nicht mit ihm reden. Er ist doch der Pferdeentführer. Ich habe sogar Beweise gefunden, als er in das Café gegangen ist. Er ist ein Pferdeentführer. Oh oh. Ja, was machen wir jetzt? Wie holen wir sie da raus? Dina, du glaubst mir doch bestimmt. Der Freund des dummen Manns, den Night Dust entführt hast, ist im Café. Er darf nicht erfahren, dass wir ihm auf den Fersen sind. Oh weia, oh weia, oh weia. Tja. Das sind keine wirklich guten Nachrichten. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, für heute... Uah,
Für heute war es das erstmal. Ich hoffe, wir können Madison irgendwie in der nächsten Folge helfen. Ich weiß noch nicht genau, ob sie morgen kommt oder ob morgen vielleicht Wins and Fails kommen. Das wird sich relativ spontan entscheiden. Danke euch auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!